Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Game Genuss, heute mit dem Spiel Star Trek Online. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns mal die Charaktererschaffung ein bisschen genauer ansehen. Als allererstes darf man sich überlegen, welche der drei Karrieremöglichkeiten man nimmt. Man hat sowohl die Möglichkeit, Ingenieur, Wissenschaftler oder Taktiker zu spielen. Jeder der drei Klassen hat seine Vor- und Nachteile, spezielle Eigenschaften. Man kann aber nicht sagen, dass einer mehr Tank ist oder einer mehr Supporter. Das ist auch abhängig von der Ausrüstung und den Leuten, die man mitnimmt. Ich für meinen Teil bastel mir heute einen Ingenieur zusammen, lassen sich relativ einfach spielen und sind recht ausgeglichen, was ihre Unterstützungsfähigkeiten, Bass und E-Bass angeht. Hier steht es nochmal. Kleine Übersicht. So. Jetzt können wir uns dafür entscheiden, welche Rasse wir nehmen und welches Geschlecht. Nehmen wir heute mal ein Männchen und sammelte Auswahl Menschen, Andorianer, Bajoraner. Ziemlich jeder Liebling aus Star Trek ist vertreten. Falls sich jetzt jemand fragt, wo Romulaner und Cardassianer versteckt sind, die gibt es leider noch nicht als spielbare Fraktion. Und ich bin hier auch im Auswahlschirm für Föderationscharaktere. Es gibt auch die Möglichkeit, klingonische Charaktere zu spielen. Dort findet man dann noch Nausikianer, Orion, ja, oder was man sich halt selber zusammenbasteln möchte. Um die Leistungsfähigkeit des Charaktererschaffungstools zu zeigen, wählen wir mal Alien aus. Das ist nichts Vordefiniertes. Da können wir uns dann selber aussuchen, was er kann und was er nicht kann. Jede Rasse hat sogenannte Traits, also Fähigkeiten. Zum Beispiel bei den Vulkaniern ist es der klassische Griff auf die Schulter, der jemanden umfallen lässt. Jetzt bei einem Alien dürfen wir uns selber 4 Stück aussuchen. Dann nehmen wir Techi, ist gut für Starship Engineering. Auf die Skills komme ich später zu sprechen. Starship Warp Core gibt mehr Energie fürs Raumschiff. Effizienter Captain, effizient ist sowieso gut. Auch wieder mehr Energie und Astrophysiker. Also durch und durch ein kompletter Techniker, der nur darauf getrimmt ist, das Schiff in Stand zu halten. Damit haben wir eigentlich schon alle spielerelevanten Werte des Charakters. Was jetzt wirklich interessant ist, ist das Aussehen. Da haben wir schon ein paar vorgefertigte Varianten. Aber wir gucken mal selber, was wir hinkriegen. So. Als allererstes schauen wir uns den Kopf an. Gibt es verschiedene Varianten. Wir nehmen, ja genau, so einen Spaltschädel. Die Hautfarbe können wir auswählen. Wir haben ein schönes, komisches, das grünliches. Dann können wir die Texturen der Haut bestimmen, ob da ein schönes Muster drauf soll. Stripes, Spots, also Punkte oder Streifen. Falls sich jemand fragt, warum ich das Ganze auf Englisch spiele, es liegt daran, dass ich grundsätzlich meine Präferenz bei Computerspielen habe für englische Sprache, wenn es denn möglich ist, vor allem wenn die deutsche Übersetzung noch nicht so optimal ist. Jetzt können wir hier Gesichtstexturen auswählen, ob er schon älter ist oder von bestimmten Rassen. Irgendwie etwas Exisches zum Beispiel. Ja, das sieht gut aus. Also, sieht, kann man sich seinen Charakter komplett individuell zusammenstellen. Das sieht doch schon ein bisschen nach irgendetwas Exischem aus. Sehen wir noch die Augen? Slit, damit er wirklich aussieht wie eine große Eidechse. So. Und damit haben wir schon mal den Kopf. Wenn wir jetzt noch weiter wollen, können wir ihm noch Haare geben. Irgendwelche Tentakel oder ein Bart. Aber der hier darf mal rasiert durch die Gegend laufen. Augenbrauen braucht er auch keine. Was für die Augen, ein Visor? Nein. Irgendwas auf dem Kopf, ein Knochenkamm vielleicht? Antennen. Schau mal. Die fand ich ganz putzig. So, Kopfgröße und Form können wir bestimmen. Längerer Schädel, ein bisschen Breite geht nach hinten, so, Augenhöhe, machen wir ganz schmal,
theoretisch kann man wirklich jedes Detail im Gesicht verändern. Aber wir lassen das mal so. Genau, so ist gut. So, Uniform. Nein, so weit sind wir noch gar nicht. Ha, wir sind gerade noch beim Körperbau. Machen wir lang und schlank. Das sind auch wieder Basisformen. Erstmal wird er sehr groß. 2,13 Meter. Langer Torso. Aber schmal. Über langen Fingern. Das gleiche machen wir mit den Beinen. Die machen wir auch schlank. Die Füße sind auch zu groß. Weird. Jetzt kommen wir zur Uniform. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch je nachdem, was man sich im C-Store besorgt hat. In seinem Fall nehmen wir mal eine Standarduniform. Vorgegeben ist vom Spiel. Die hier. So, jetzt habe ich aber noch etwas vergessen, nämlich seine Standardkörperhaltung. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Da er so ein bisschen alienmäßig aussieht, lassen wir ihn auch wie so ein komisches Alien durch die Gegend hüpfen. Okay. Jetzt fällt mir noch der Name. Nennen wir ihn Gargel. Unser Raumschiff. Das Zeichen kennt er nicht. So, wir können jetzt noch eine komplette Biografie und einen bis zu dreiteiligen Namen eingeben. Brauchen wir nicht. Das war's für heute. Beim nächsten Mal schauen wir uns das Tutorial an.